So, jetzt sind wir in Bretten angekommen und nun werden wir mal da die Altstadt von Bretten erkundigen. Und da geht's dahinter, scheint's los. So, jetzt gehen wir da mal dahinter lang. Da ist noch ein schöner Kirche, da haben wir ein Rathaus. Ich weiß nicht, der Sache waren wir schon näher gekommen. Da vorne rechts, meine Frau steht schon vor dem Plan. Dann werden wir mal gucken. Hier ist eine Karte von der Innenstadt. Melanchthonstadt Bretten. Und da hat es ja gerade was Interessantes. Ein Stück von einer Mauer von 1504 ist das Haus. Hier kann man halt so schön so alte Häuser, wenn man da sieht, wie das Dach da oben krumm ist. Und so original alte Häuser. Aber dazwischen ist auch schon was Neueres. Aber jetzt filmen wir es halt. Das ist der sogenannte Hundlesbrunnen. Da steht die Zahl 1880 und da oben ist das sogenannte Brettermer Hundle. Da gibt es eine Sage, Bretten wurde im Mittelalter irgendwann belagert und nur belagert und dann sind so langsam die Lebensmittel ausgegangen. Und dann haben die Brettermer überlegt, was machen wir machen. Und dann haben sie einen Hund genommen und haben den kräftig gefüttert und dann war er ganz dick und dann haben sie einen vor die Stadtmauer geschickt und die Belagerer haben gesehen, dass sie so einen dicken Hund haben. Und dann denkt, die haben noch viel zu essen, die haben noch viel zu essen. Da brauchen wir nicht länger belagern und sind wieder abgezogen. Und das ist die Sage vom Bretermer Hundle. Jetzt sieht man noch einmal den dicke Hund, das dicke Bretermer Hundle von der Sage. Links sieht man noch den Hundlesbrunner und da haben wir so richtig schöne alte Häuser. Und daneben schon wieder die neueren und da Metzgerei zum Wurstzipfel, also Wurstende. Kann man so schön alte Häuser filmen. Also mir gefällt es. Das ist Geschichte aus und meiner Heimat. Hier Schweizer Hof. Das Haus dahinter hat man auch den Eindruck, als hängt es Richtung Straße. Aber das ist bei älteren Häusern halt so. Aber das macht ja nicht, wenn da Leute drinnen wohnen, glaube ich, nichts aus. Noch 39 Tage bis zum Peter und Paul Fest. Jetzt noch das passende Gewand oder Accessoires sichern. Hier ist ein Brunnenwasser mit der rotierenden Erde. Und der Halle steht, das habe ich viele Jahre nicht geglaubt über die Erde. Und die Erdgeschwindigkeit. Da unten, wo sind wir? Da unten steht es. Die Erde dreht sich mit 1674 Stundenkilometer. Melanchthonstadt Bretten. Noch ein Blick zurück. Wir sind hier in der Amtsgasse. Da ist auch so ein schönes altes Haus. Und da geht es dann daneben. Thank you.
Schulgasse. Und da hat er wieder so krummes Haus. Hier ist das Melanchthon-Museum. Das steht hier. Hier steht's. Und das ist ein Marshaus. Gott zu Ehren, Melanchthon zum Gedächtnis, errichtet von der evangelischen Christenheit. Ich will es noch ein bisschen von weiter entfernt filmen, aber hier auch noch die anderen Häuser. Das ist, glaube ich, so das Zentrum der Altstadt. Melanchthonstraße. Hier sieht man das Haus besser. Jetzt bin ich ein paar Meter weggegangen. Und da steht noch anderes Häuser. Da hat jemand an der Seite. Da in dem Haus steht, erbaut im Jahre 1888. Da ist mein Opa geboren, 1888. Aber der ist schon lang gestorben, schon vor 60 Jahren. Ich glaube 1959 oder so irgendwie was. Da war ich noch ein Kind. Schönes Dach. Ich kann mal fast sagen, ein goldenes Dach. Ja. Das ist auch so ein alter Gewölbekeller mit einem Tor. Und du hast also Lossament 1504. Das sieht schon recht alt aus. Also wahrscheinlich nicht das Tor so alt, aber das Gewölbe. So ein richtig schöner Naturholztisch. Also das sieht echt gut aus. So haben wir doch auch jetzt eine. Hier spiegelt es halt ein bisschen. Und die Bank ganz richtig grob. Und der Käseladen, ja, das riecht noch. Hier riecht es noch Käse. Wieder so ein schönes altes Haus. Aber so langsam blättert auch die Farbe ab. Bei der Goldschmiede. Hier ist auch ein altes Haus, so mit so hohen Scheuern. Also das war bestimmt eine Scheuer, wo man früher mit einer Waage, mit der Ernte, mit Heu und Stroh hineingefahren ist. Deshalb so hohe Tore. Und hier sind wir in der Bessergasse. Das könnte so ein alter Bauernhof sein, wenn man da hinten sieht, wie das Dach, also der Dachrinne schräg ist und oben drauf so ein Handkran, wo man sich hochziehen kann. Und da das Einfahrttor. Also das Tor selber ist noch nicht alt, aber das Stein. Das könnte so alles sein, 1792. Hier da im Hintergrund sieht man noch so, also das war schon nicht von einem alten Fachwerkhaus und wieder zum Teil mit Ziegelsteine, aber auch das alte noch mit vor Ort gefundene Steine ausgemauert ist. Und so hat man ja die Fachwerkhäuser gebaut erst. Holzbalken ohne Dach drauf und dann die Zwischenräume ausgemauert. Also schon mit Steine und Lehm, weil der Lehm ja nicht dauerhaft Feuchtigkeits,
gestützt ist, also da bröselt ab. Da sind auch noch Häuser mit so alten, also das Gewölbe ist alt, das Gewölbe. Und, ja, aber die Tore sind noch nicht alt. Und die Tür ist auch noch nicht alt, aber der Stein ist schon ziemlich alt. Hier ist eine Bäckerei und da kann man noch einen Blick in die Backstube werfen. Der Henne wird noch Teig geknetet, da dreht sich das mit dem Deckel. Das ist eine Kneipenteigmaschine. Da ist was los. Und die großen Töpfe. Und hier sind wir, glaube ich, im christlichen Teil der Oberkirche, Kirchhof. Und dort heißt Kirchgasse und dort nicht mehr Pfarrgasse. Hört sich ziemlich christlich an. Und dahinter auch wieder so ein großes Hoftor, wo man früher mit dem Pferdewagen und so, mit Heu und Stroh und so reingefahren. Und da gleich daneben wieder ein schönes altes Fachwerkhaus. Wenn man das Dach anguckt, wie das trapezförmig und so gebaut ist, das Haus. Da ist ein schönes Vordächle und so. Jetzt gehen wir mal da durch, mal gucken, was da gibt. Werkhausgasse. Zum Seedamm. Oh, schöne Blume. Ein großer Parkplatz mit einem Haufen Auto. Mal sehen, wie es weitergeht. Parkplatz. Berufsschule, Zentrum. Jetzt sind wir am Seedamm, wo das Schild gewesen ist. Und da ist ein Bach, ist das, kein Fluss.